Wir haben hier Modelliermasse. Und zwar kneten wir die ein bisschen weich. Dann werde ich aus diesem Stück so ähnlich wie ein Stein formen und dann als Briefbeschwerer nutzen. Und zwar runden wir das ein wenig, damit es ein bisschen aussieht wie ein Stein. Dann kann man es mit einem Zahnstocher oder mit einem Schaschlikstab beschriften. Das sieht jetzt aus wie ein Stein. Dann kann man den als Briefbeschwerer oder als Deko benutzen. Dann werde ich jetzt darauf schreiben viel, so wie Glück. Das kann man dann mit dem Zahnstocher oder halt mit diesem Schaschlikstab drauf schreiben. Schön tief, dass es nicht hinten rauskommt. Eindrücken und dann kann man das trocknen lassen. Man kann auch Liebe draufschreiben oder einen Namen draufschreiben. Wir schreiben jetzt Glück drauf und lassen das dann einen Tag trocknen. Ganz schnell und einfach gemacht.